Guten Tag, Baumann ist mein Name, ich bin Lehrer in Berlin. Wenn man den aktuellen Diskussionen so zuhört, dann befällt einem manchmal so ein bisschen das Gefühl, da geht ein bisschen was drunter und drüber. Ein paar Schlaumeier wollen einfach schnell was raushauen und tun das dann auch. Und andere geben dann auch ihren Senf dazu und tja. Was ist das Ziel des Ganzen? Ich nehme mal an, doch eine gewisse Klarheit und Wahrheit zu erzielen. Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu klaren Gedanken, die dann letztendlich zu etwas führen, was wir Wahrheit nennen? Ja? Wobei man da auch aufpassen muss, weil es hat jeder seine eigene Wahrheit. Ja? Es gibt Extremisten, die behaupten auch einfach nur, Wahrheit ist das, was nützt. Ja, in ihrem Interesse, im extremistischen Interesse. Und dann sagen sie die Wahrheit nicht. Die klammern wir mal aus, weil der allergrößte, überwiegende Teil der Bevölkerung legt sehr viel Wert auf Wahrheit. Und zur Wahrheit möchte auch ich gelangen. Also jetzt nicht die Zeugen Jehovas verkünden oder Scientology. Das sind keine Wahrheiten, das sind Glaubenssätze. So. Aber wie unterscheiden wir denn diese Glaubenssätze von dem, was ich jetzt gerne als Wahrheit hätte? Na gut. Erstmal müssen wir versuchen, die Fakten zu ermitteln. Ja? Jetzt sagen, jeder weiß, was ein Meter ist und ein Meter ist naturgegeben und. Müsste ich sagen, nein. Ist nicht so. Es ist ein festgelegtes Maß für Entfernungen, was sich Wissenschaftler einst erdachten und versuchten, möglichst präzise Vorgaben zu machen, dass wir dann auch immer wieder beim Meter landen, dass wir wirklich messen können, okay? Ja. Also was ist denn Wahrheit? Ich stehe hier draußen und es ist kalt. Ist das eine Wahrheit? Das ist auch keine Wahrheit, weil wie wir Temperatur messen, wissen wir. Dass die rauf und runter geht, wissen wir auch. Und was für den einen kalt ist, kann für den anderen immer noch angenehm sein. Und tja, was ist denn Wahrheit? Sie sehen schon, es ist relativ. Ja? So, also wir müssen echt aufpassen. Auch bei den Fakten, bei den angeblichen. Viele dieser Fakten, die halt vorliegen, sind zu überprüfen auf jeden Fall. Ne, auf deren Wahrheitsgehalt. Ja, so. Wie kommen wir dahin? Durch unsere Wahrnehmung. Wir haben Lebenserfahrung. Wir wissen, wie man Dinge zu bewerten hat. Wir kommen irgendwann von den Fakten zu einer eigenen Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung hängt davon ab, wie viele Fakten wir haben, welche Fakten wir haben, ob wir uns umfassend informiert haben oder ob wir nur bestimmten Leuten folgen, was natürlich auch schon wieder eine Verzerrung der Faktenlage ist. Wir kommen jedenfalls anhand der Informationen, die uns gegeben wurden, zu einer Einschätzung, die wir dann als Wahrnehmung betrachten. Ja, Schwafel, ich weiß, ich bin ein bisschen langatmig an diesem Punkt, aber das macht nichts. Das ist wichtig, das zu begreifen, weil dann kommt man ganz schnell weg von dieser Idee, da gibt es einen Wissenschaftler und der weiß alles. Ja? Ist eine Schnapsidee. Okay, also, wenn wir jetzt eine Wahrnehmung haben, dann folgt auf die Wahrnehmung von selektiv präsentierten Fakten eine Meinung. So. Und dass diese Meinung dann noch bei allen gleich ist, völlig ausgeschlossen. Und deswegen haben wir Meinungsfreiheit, deswegen haben wir auch Glaubensfreiheit, weil der Glaube, den Menschen haben, das ist auch nur eine Wahrnehmung. Ja? Und diese Wahrnehmung von Menschen kann auch sehr unterschiedlich sein. Je nachdem, wie viel Urvertrauen sie in sich fühlen, wie viel Liebe sie in sich spüren. Es ist individuell. Da sind wir alle ganz verschieden. Und ich möchte doch nochmal darum bitten, dass wir in allen Auseinandersetzungen, in denen wir jetzt landen, hier rein gesellschaftlich,
immer im Kopf behalten, dass es einen Grund hat, warum wir eine Informationsfreiheit haben, eine Glaubensfreiheit und, ja, Informationsfreiheit, Glaubensfreiheit. Es hat also seinen Grund, warum wir eine Meinungsfreiheit haben, eine Glaubensfreiheit, eine Informationsfreiheit. Es gibt so viele Eindrücke, die wir sammeln können, dass wir sie gar nicht alle zusammen erfassen können. Das kann niemand. So. Und das muss jeder für sich selbst tun. Und die Eindrücke, die Sie jetzt gerade gewinnen, glauben Sie denen einfach ruhig mal. Ja? Glauben Sie denen. Machen Sie Augen auf, machen Sie Ohren auf, hören Sie den Leuten zu und schon werden Sie sehen. Diese Herrschaften haben eine andere Meinung als ich. Okay, dürfen Sie haben. Wie kommen Sie dazu? Ich werde dann immer neugierig. Ich gucke mir dann mal deren Fakten an. Aber das dürfen Sie ja nicht, ne? Es gibt ja so Leute, die meinen, das ist auch nur eine Meinung, sie dürften sich irgendwas nicht angucken. Falsch, sage ich. Falsch. Total falsch. Es entspricht in keinster Weise meiner Arbeitsweise. Dann werde ich nämlich niemals bei der Wahrheit landen, die ich anstrebe. Ich bin mir aber sehr wohl bewusst, dass ich immer bei meiner eigenen Wahrheit lande. Ja, das ist die Wahrheit, die Sie dann ermitteln, wenn Sie möglichst viele Fakten sich angeschaut haben und wenn Sie breit diskutiert haben, wenn Sie alles sich angehört haben, wenn Sie alles angesehen haben, dann sind Sie ganz nah dran an dem, was Sie dann zufrieden macht für sich, bei sich. Und dann wissen Sie auch, was Sie zu tun haben. Also, zuerst kommen die Fakten. Sauber recherchieren, aufpassen, alles angucken. Dann versuchen wir, darauf basierend eine Wahrnehmung auf diesen Fakten zu bekommen. Und wenn wir unsere Wahrnehmung haben, dieser Faktenlage, und da passen wir natürlich auf, dass diese Fakten dann irgendwie zusammenpassen. Die Fakten, die da nicht reinpassen in dieses Bild, die werden von jedem individuell aufgrund seiner Gefühlslage aussortiert. Und so kommen wir dann wieder zu so einer Art Glaubenssätze. Ja? So. Und die sind bei manchen Politikern im Moment ziemlich stark ausgeprägt, muss ich sagen. Zu stark. Das aktuelle Tun entspricht nicht der Faktenlage. Ja? Das ist meine Meinung, die ich gewonnen habe aufgrund meiner Wahrnehmung möglichst vieler Fakten. So, jetzt machen die mir zu viel Lärm da hinten und ja. Ich werde es heute mal feiern, ich habe heute Geburtstag. Tschö. Alleine.